Dann gehen wir zu dem zum unbekannten Ort. Oh, ein clever Bite. Wir haben einen Motorball. Es hängt dann mit zum Glück nicht mehr so viel. Aber man irgendwas da machen kann. Es ist natürlich nicht echt so. Also als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, war es ganz anders. Da hat es überhaupt nicht so. Jetzt haben wir noch einen Staub. Noch einen Farbeimer. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. So, dann gehen wir. Und was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Daraus wird wohl nichts. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Ich lege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Oh! Sag das doch gleich. Also diese Klasse, das ist diese Stimme ist scheiße. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ja. Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Gleitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefasel, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Nee, überlegen, Ich werde ja schon zeigen, wer hier überlegen ist. Ja, Platz, ja. Lass mich durch. Ich muss zu dir. Bester Artikel, wer ist ein artiger Roboterhund? Blöder Peter. Platz! Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Genau. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz! Bravo! Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klaps. Hiermit fordere ich dir auf, einen Platz zu machen. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Genau. Oh, das geht leider nicht. Warum? Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte, bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch.
Ich habe schon eine Idee. Wenn wir ihn weiter zum Dach bringen, wird er vielleicht explodieren. Wer ist ein artiger Roboterhund? Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Oh, du Mieser. Alter! Voll ein Assi-Hund. Alter, wie fies. Ich hasse diese Mutterwitze. Blöder Köter. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Nein. Enttäuschend. Und na, schau mal, was ich hier Feines habe. Ein Stock. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein, du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Dann holen wir dieses scheiß Stöckchen zurück. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte. Ich mache es dir vor. Was macht es zum Affen? Kiefern ist angegangen. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Das regt mich total auf. Aber da ist eine Lampe. Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo! Da Capo! Dussel! Dussel! Ein Ruf ist es also unser Köder. Ja, geil. Ein toller Bug. Wie viele Angler braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Zwei. Weil Angler nämlich voll dämlich sind. Der war so doof. Ich hab vielleicht bekommt einen kleinen Schock mit dem Stock. Genau. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag... Wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Genau. Was tust du da eigentlich? Das wirst du schon noch erleben. Aufhören! Ich kann nicht mehr! Ich glaube, Rufus bekommt im Spiel sehr viel einen Schock. Ja, vielleicht sollte ich den Stock doch lieber isolieren. Ja, das kannst du einfach so. Und jetzt los! Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Dieses Stöckchen-Dach ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Hier, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh.
Junge! Ich werd nicht mehr! Oh, Junge! Ich glaube mal, ich mache eine Aufnahmepause. Ja, wir reden gleich mit Doc und werden uns vielleicht auch erst diesen Raum erkunden. Ich weiß nicht, aber jedenfalls mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Danke, dass ihr zuguckt habt. Am besten, ihr könntet es bewerten, das wäre sehr nett. Es wäre schön, wenn ihr nicht so hart zu mir werdet. Das ist mein erstes Let's Play, wollte ich auch noch sagen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Ich will euch nur raten, das zu machen, weil das Spiel ist sehr lustig. Ja, danke fürs Zugucken und ciao. Ciao.